Ja, also in der Saisonstart ist jetzt nicht so geglückt. Nur zu 10 Punkten liegen wir jetzt ganz unten. Und ja, müssen wir halt jetzt weitermachen. Aus den Fehlern lernen, wie zum Beispiel jetzt hier gegen Rheinhausen, wo wir die ersten 30 Minuten ganz gut gespielt haben, dann wie auch bei den anderen Spielen dann in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind, viele technische Fehler gemacht haben. Zu hast du die Wurfentscheidung gesucht und ja, den Gegner dadurch zu leichten Toren ja, gezwungen, schon, kann man schon so sagen. Und ich hoffe, dass wir daraus lernen. Wir haben das jetzt angesprochen jetzt im Training, was wir falsch machen, was wir besser machen wollen. Und da bin ich gute Dinge, dass wir jetzt in den nächsten Wochen ein paar Punkte holen werden. Natürlich weiß ich so, ja, so ungefähr, wie sie spielen. Die haben einen ganz starken Rückraum, den man natürlich, wo man ja, wie bei allen Gegnern Acht geben muss. Ziemlich schnell aus. Und ja, wir werden uns jetzt vorbereiten im Training und im Video. Und ich hoffe mal, oder ich denke mal, ich bin mir sicher, dass wir eine erste gute Halbzeit spielen werden. Und wenn wir die Fehler abstellen von den vorherigen Spielen, dass wir dann auch eine zweite Halbzeit mit wenigen Fehlern gestalten können. Ja, also ich habe mich hier ganz gut eingelebt. Die Mannschaft hat mich eigentlich super aufgenommen. Ich kannte halt schon ziemlich viele Leute, mit denen ich früher in der Auswahl zusammengespielt habe oder in Essen. Ja, der größte Unterschied ist natürlich, hier spielt man halt vor nicht so einem großen Publikum. Natürlich sind viele mit Herzen dabei, aber trotz alledem, die Hallen sind eigentlich immer ganz gut gefüllt. Stimmung ist auch gut und deswegen ist das kein